So, weiter geht es hier bei No Way Out, Left 4 Dead 2 im Realism Mode und Mito ist auch wieder dabei. Viel Spaß! Everybody grab some incendiary ammo. Yes. Yes! What the? Läuft. Ja, ich hab den Stein. Ja, du liegst unter dem Stein eingeklemmt. Echt? Also, du warst da eingeklemmt, glaube ich. Du konntest dich aber selber befreien wieder. Ich glaube, ich nehme mir mal hier so ein Päckchen. Zwergen werfen! Oh. So. Dann. Ups. Ich hacke. Ja, ich schieß die Bots ab, die stehen nämlich im Weg. Ich versuche natürlich nicht zu treffen, aber es ist echt immer doof, wenn die da mittendrin stehen. Ja, den Coach, den hat's gleich dahin gerafft. Ja. Den hat's wegeliminiert. Die Rochelle möchte auch, sehe ich gerade. Die ist echt dumm. Also, das geht gar nicht. Die steht mittendrin. Ja, ich meine, wenn man als Mensch im Weg steht, dann kriegt man auch die Meldung von wegen, yo, du stehst im Weg. Die Bots raffen das nicht. Sei mal ein bisschen rücksichtsvoller auf die Bots. Du massakrierst die ja gerade. Ja. Da sind halt Zombies, ne? Ich bin ja gar nicht so. Ich heil die ja dann mal. Ich schmeiß hier mal die Zwergens rum. Ja, ich tu die mal auf das Ding oben drauf. Die wollen wieder ins Dixie-Klo einbrechen. Ich weiß gar nicht, was sie da immer haben. Die finden halt den Klogeruch so geil. Ja, das turnt die alle an wahrscheinlich. Ich helfe jetzt mal ein bisschen. Pills. Ich krieg echt noch Augenkrebs, das ist ja unschön hier. In dem Dunkeln. Ach so, ja, das ist echt. Das wäre schon geil, wenn man das Licht anmachen könnte. Es müsste so Flares geben, die man werfen kann. Ja. Das wäre halt auch gar nicht so aufwendig. Für Left 4 Dead 3. Ja. Ich bin ja großer Befürworter davon. Ich höre den auch. Hier ist echt ein Jockey irgendwo. Ja. Ich weiß nur noch nicht wo. Wir merken es, wenn er wieder von oben auf unseren Kopf springt. Dann wissen wir, wo er war. Jo, nee, noch nicht. Einer vielleicht noch oder so. Ich sehe auch gerade keinen mehr. Können wir das nicht umschichten? Nee, ich glaube, wir brauchen noch ein, zwei. Geil. Probier's mal mit den Bierkästen. Zucker, Cola oder was das ist. Ja, ist drüben. Ist unten, meine ich. Okay.
I threw this window. Oh, wie nett. Ja, hör mal. So bin ich zu dir. Die Mutter zum blinden Kind. Kennst du den nicht? Ich glaube, das ist von irgendeinem wichtigen. Hier liegt ein Adrenalinshot. Ja, 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 ich hab das schon mal gehört. Oh, ich sehe das, ich sehe es gerade nicht. Der lag hier doch noch gerade. Bin ich bescheuert? Ich war mir sehr, sehr sicher, dass der da lag. Keine Ahnung, was passiert ist. Also du hast einen, ich weiß ja, ja nicht. Ja, ich weiß. Klar. Komm, wir gucken mal, ob wir weiterkommen. Okay. Sorry, da war ein Jockey, deswegen habe ich da so rumgeschossen. Ja, ja. Molly ist mal gut. Ist da was? Mollys. Ja, Mollys. Sind immer gut, finde ich. Spiele ich eigentlich sehr gerne. Ach, die Rochelle hat sie da verkackt. Ich guck mal, ob sie nicht zu weit weg ist. Ah, sie ist zu weit weg. Jockey auf mir an der Treppe hinten. Danke. Hunter auf mir an der Treppe hinten. Alter, was kann der? Was kann der Coach eigentlich? Halt er dich? Ja. Ich heile mich gerade mal selber. Okay. Bin wieder ready. Ja, ich glaube, runter ist ganz gut. Granatenwerfer. Ja, ich nehme mir mal. Jockey auf mir drauf, hinten. Der zieht mich in den Tunnel. Ah, ich lebe wieder. Guck mal, der Coach hat irgendwas zustande bekommen. Geil. Komisch, ne? Seltenes Vergnügen. So. So, was haben wir denn hier so? Ein Defib haben wir hier liegen. Eine geile Autoshotgun. Nimm mal einen mit, vielleicht. Hunter auf mir drauf am Ausgang. Oh, jetzt habe ich dir voll den Basie in den Kopf geschlagen. Komm, wir gehen mal runter, schnell. Ja, warte, dann hole ich noch den Defib. Soll ich den jetzt mitnehmen? Ja, pass auf, da kam eine neue Wave. Oh, wo ist der Coach? Wo ist der Alte? Ah, da. Der ist hier unten schon. Dann heile ich den eben, damit wir das... Alter!
Dann heile ich mich jetzt selber. Dann schnappe ich mir noch schnell den Defib und dann geht's los. Ja. Ich glaube, ich nehme besser die Auto-Shotgun. Die ist auf Dauer gesehen besser als der Grenade-Launcher. Die Auto-Shotgun nehme ich immer. Wenn die da ist, nehme ich die immer. Die ist echt super. Ah, das ist nicht die Auto-Shotgun, was ich da bekommen habe. Das ist die Auto-Shotgun. So. Nein, nein. Ah, fuck. Wollte ich gar nicht. Kommst du? So. Jetzt komme ich. Oh. Tank, 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 Tank. Und der Hunter hat mich, der Hunter hat mich. Fuck, fuck. Bin ich eigentlich bescheuert? Ich hab das Defib gar nicht genommen. Ich glaube, ich bin irgendwie ein bisschen dumm gerade. Und irgendjemand hat mich angezündet. Ah, das könnte ich auch gewesen sein. Ja, ist ja sonst so einfach hier. Ah, hier ist ein Defib. Warte mal eben hier. Ich hab mir mal einen Defib geschnappt. Ich auch rein, sonst wird das hier nix. Ja, ich bin quasi tot, aber das habe ich mir selbst zuzuschreiben. Komm. Und ich habe ja einen Defib dabei, dann kannst du mich mit dem wiederbeleben, wenn ich es dann das Zeitliche segne. Ich versuche es. Lass mal hier erstmal einbunkern. Alter, ey. Ist auch ein Gedärmekanal jetzt. Gedärmeanal ist das jetzt. Werf mal eine Pipebomb. Dann können wir mal hochgehen. Oder auch nicht. Safety Door. Oh ja, hier ist viel Vorrat. Dann haben wir. Habe ich es ja doch nicht ganz verkackt mit meiner Aktion gerade. So, ich habe mich mal geheilt und mir trotzdem wieder das. So, ich mache jetzt mal die Türchen hier auf. Ja. Ich glaube, ganz gut ist hier auch auf dem Zelt. Ah, ich bin zu blöd, um da hochzukommen. Vorne übers Auto. Muss erst aufs Auto. Kommen die halt auch nicht so gut hoch. Ich wollte gerade gucken, ob hier noch irgendwo Feuer ist. Molly, aber ich glaube nicht. Die Tür ist offen. Wir können da rein. Ja. War noch ein Boomer. Bist du hinter mir? Jo, aber Code schafft's nicht. Okay, ja. Oder? Sei es drum. Nee, ich denke nicht. Nee, der schafft's nicht. Ja, das ist für Bots echt viel zu hart. Coach. Oh yeah. Alter Schwede, jetzt sind wir hier aber. Ja. Oh Mann. Das ist doch ein Todesgrund jetzt hier. Kann man da rein?
Nee, noch nicht. Okay. Du bist hinter der Tür, ne? Ja. Ich weiß aber auch nicht, wie das Gitter hier aufgeht. Ich glaube mit der Zeit, weil ich habe diesen Knopf da gedrückt. Da stand hier, dass die Energie wiederhergestellt werden muss. Okay, dann hoffen wir mal, dass es gleich passiert. Warum steht da immer Xanos, hat die Meute aufgewirbelt? Ja, weil ich wahrscheinlich den Knopf gedrückt habe und das dann immer wieder ja, passiert. Gut, ja, wahrscheinlich echt, das ist einfach so ein... Ich meine, im Grunde hast du ja jetzt gar nichts mehr gemacht. Nee. Oh oh, Tank, oder? Ja, die Tür ist offen. Komm rein, rückwärts rein einfach. Komm! Bist du drin? Ja, ich hoffe, dass das jetzt echt auch klappt. Hä? Ich fahr hoch, aber der Aufzug nicht. Ja. Ah, aber es hat funktioniert. War sehr gut. Irgendwie ein Grafikbug. Ja, das war der zweite Teil. Haarig, von haarig. No Way Out. Sehr schwierige Map. Aber auch sehr zu empfehlenswert. Zu zweit sehr schwierig auf jeden Fall. Also ja, genau. Also wir können es jetzt natürlich nur zu zweit sagen, weil anders haben wir es nicht gespielt. Ja gut, das war's dann für heute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.